Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Susi-Folge hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns zwar immer noch auf der Karte Teuern, also auf der VDE 8.1, fahren aber heute nicht nach Teuern. Nein. Wir fahren heute mal nämlich nicht mit einem ICE oder Schnellzug, sondern ich dachte mir, wir machen heute mal wieder eine gemütliche Runde hier mit einem Dieseltriebwagen. So sieht's aus und das Ganze mit der BR650 und starten im Hauptbahnhof Erfurt. Haben einen Halt in Erfurt-Büschleben und dann geht's nochmal ein Stück weiter. So sieht heute unser Plan aus in der heutigen Folge und weil ich die Karte ja so toll finde aktuell, kann man sich ja dementsprechend auch mal so die anderen Aufgaben anschauen, die hierfür existieren. Damit würde ich sagen, ich werde das Ganze mal schon mal vorbereiten. Wir werden das Ganze mal abkürzen, damit der Zug aufgegleist ist um 6.25 Uhr und da sind wir auch schon. Türen sind bereits offen, wir können warten, bis die Kollegen hier einsteigen und dann geht's auch schon los. Abfahrt ist um 6.38 Uhr ist Abfahrt, also in knapp einer Minute. Und ja, würde ich mal sagen, ne? Da ist er. Das ist unser Vehikel heute, die BR650. Also glaube ich auf jeden Fall. Wartet mal, wir können ja mal gucken. EB80977, Strecke Erfurt Hauptbahnhof nach Saalfeld, Saale. Und sehen wir natürlich schön hier mit Erfurter Bahn. Ist doch ganz nett, oder? Das ist doch ganz nett. Ist mal was komplett anderes, was wir ja sonst so nicht haben. Und tja, das Ganze hat eine Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h und ist locker mal 98 Tonnen schwer und eine Gesamtlänge von 51 Meter. Ja, das ist es. Das ist unser Spaß heute, den wir hier haben. Und damit ist Abfahrt. So, allerdings müssen wir erstmal die Türen schließen. Und los geht's. Keine Zeit verlieren hier. 50, alles klar. Dann werden wir 50 fahren. Und ihr hört natürlich, wie er rührt, ne? Wie er so schön rührt. So, Ankunft am Bahnhof ist denn 6.43 Uhr. Ja. Und wir verabschieden uns auf der rechten Seite, war natürlich die Schnellstrecke. So, wir dürfen maximal 100. So, und unser nächster Halt wäre dann ab Kilometerstand 114. So, 110,2. Wir dürfen sogar schon, habe ich mich erschrocken, schon komplett 120 durchfahren. Gut, ja, dann tun wir das. Der Schalter ist oh,
Und dann, ja, ist natürlich mal heute ein bisschen anders. So, 140. Weiß gar nicht, Maximalgeschwindigkeit, was der hier kann. Aber steht ja 120 km/h eigentlich. Sollten wir uns versuchen, auch daran zu halten. Sollten wir versuchen, zumindest. So 113. Da war ein rotes Signal. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. So, sehen wir hier irgendwas? Ach ja, da kommt das rote Signal, alles klar. Das Witzige ist, dass ich das jetzt nicht bestätigt hatte. Und trotzdem hatten wir keine Zwangsbombe bekommen. Normalerweise musst du das ja bestätigen. Das war gerade ein bisschen crazy. Und das sah eher aus wie rot, ne? So, jetzt ist, ich sag mal, Fahrt, alles klar. So. Damit sind die Türen offen. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Denn mein voriger Versuch hat das nämlich nicht funktioniert. Ja, lassen wir die Fahrgäste natürlich dementsprechend hier einsteigen. Alles einsteigen. Rein damit euch. Ich weiß gar nicht. 43. Joa, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Das passt ja. Das ist sehr angenehm. Man sieht leider nicht, ob die Türen jetzt so geöffnet sind oder nicht. Das ist so ein bisschen, finde ich, schade. Man sieht es halt oben links an dem Mannekicken, dass wir gerade... Okay, aber das scheint richtig gewesen zu sein. Von daher bin ich so glücklich. So. Und wir können weiter. Ja, so ein bisschen Feedback so fehlt so ein bisschen. Dass man sieht halt, dass die Türen offen sind oder sowas. Würde ich persönlich schon sehr begrüßen. So, und jetzt fahren wir schon ins Ende eigentlich. So, allerdings keine Zwangsbremsung, wunderschön. Obwohl es bizarr vorhin gerade ein bisschen crazy war, ich habe nichts bestätigt. Wir hätten definitiv eine Zwangsbremsung haben müssen. So, bei 118 ist dann schon Schluss wieder. Ja, also heute mal eine relativ kurze Folge hier in Susi. Muss auch mal sein. Aber ihr seht, dass auf der Beta-Strecke nicht nur ICE fahren, sondern wir hier auch mit Dieselloks hier, Dieseltriebwagen, uns hier vergnügen können. So, 160, das war wie gesagt jetzt gerade Büschleben, was wir jetzt passiert haben. Wunderschön. Naja, das ist also mal abseits von der Stammstrecke, die wir jetzt die letzten Tage jetzt gesehen hatten. Es gibt also auch noch andere Content von mir hier. Das ist
Wunderschön. So möchte ich auch noch fahren. Nur ein Talent. Das wäre, fände ich persönlich, ziemlich geil. Alles klar, es war keine Zwangsbremsung. Freue ich mich. SIFA bestätigen. Bevor die SIFA hier gleich wieder anschlägt. So, da das nächste Signal definitiv rot ist, wenn wir hier mit vorsichtigen 45 km/h weiterfahren, da kommt nämlich schon das rote Signal. Ja, ist schon toll. Also es macht schon Spaß, Susi. Kannst du mir sagen, was du willst. Wenn man es für sich entdeckt hat, dann geht das schon echt in Ordnung. So 118,4, 118,9. So, ist das jetzt hier auf unserer Seite? Ja. Kommt ja eigentlich erst. Das war noch nicht unseres. Hab ich jetzt vertan. Sack gehabt, 18,9. Oh nein, jetzt kriegen wir doch noch die Zwangsbremsung, weil wir zu schnell waren. Verdammt! Ja, ist okay. Ja, das war's auch schon. Tja, mit der Zwangsbremsung endet diese Folge hier. Ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Aber wir haben die Türfreigabe nicht vergessen. Angeblich zweimal schlechten Fahrstil. Jetzt klar, das letzte Mal war jetzt durch diese Zwangsbremsung, die wir jetzt gekriegt haben. Ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich nicht im Cockpit saß, sind wir über diese 45 km/h gefahren und dadurch kam diese automatische Zwangsbremsung. Naja, gut, muss man jetzt hier mit hinnehmen. Aber ihr seht halt, es ist auf der VDE 8.1 Strecke, die Beta-Strecke, die ihr runterladen könnt, nicht nur ICE-Fahrten in Sicht, ne, sondern ihr habt halt auch solche Aufgaben hier drinnen. Es gibt wohl noch Güteraufträge, die ihr hier natürlich auf der Strecke fahren könnt, interessiert mich aber eigentlich so gut wie gar nicht, ja, Güteraufträge. Also wenn wir hier schon mit Züge unterwegs sind, dann sollte das halt auch nur Personenbeförderung sein. Sure, und sonst gibt es hier an der Stelle eigentlich erstmal nichts zu sagen. Ihr habt jetzt mal ein bisschen was anderes gesehen. Das wollte ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal anschauen, nochmal, dass ich euch das zeigen kann. Und ja, wenn euch wie immer das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Projekt ein Like da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Ist jetzt natürlich ein bisschen kurz geworden, die Folge, aber naja, das ist halt Susi, ne? Man sieht zwar halt den Fahrplan und alles sowas, also laut dem Fahrplan, ja, sieht man das halt auch schon, dass die insgesamt die Fahrzeit halt nicht mehr als 10 Minuten beträgt. Ja, und damit würde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden hier von einer weiteren Folge zu Sie hier auf ÖPNV-Simulation. Wenn euch das, wie gesagt, gefallen hat, einen Daumen nach oben, da ist mir sehr geholfen mit. Und ihr schaltet dann hoffentlich zum nächsten Part wieder ein hier, wenn es weitergeht mit einer weiteren Susi-Folge. Oder aber schaut doch einfach mal bei unseren anderen Projekten vorbei, die hier noch am Laufen sind. Sowas wie Lotus, Omsi und Co. Ich denke mal, da werdet ihr auch so den ein oder anderen Spaß, denke ich mal, dran haben. Und sonst verabschiede ich mich jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!